Also ich richtig erinnert, Mensch. Computer, Maschine. Alterra-Zentrale, jawohl. Moin, Sen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica im Spielbär LP Jubiläumsprojekt. 10 Jahre, meine lieben Freunde, gibt's meinen Kanal schon. Und was ich an der Stelle auch natürlich mal sagen möchte, ist vielen lieben Dank, dass ihr auch alle so lange schon dabei seid. Einige ja wirklich über die ganzen 10 Jahre. Ich weiß gar nicht, das erwähne ich, glaube ich, auch viel zu selten. Das ist auch so ein Punkt. Vielen lieben Dank, dass ihr immer am Start seid, die Projekte schaut, feiert und kommentiert und auch Tipps gebt über die ganzen vielen Jahre. Ich habe jetzt hier mal die leeren Batterien nochmal reingesteckt hier zum Aufladen. Auch wenn wir die jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Aber ich dachte mir, kann man ja mal machen. Wir kriegen ja hier sowieso Energie. Und ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen noch Material gesammelt. Ich habe jetzt hier drin... Ne, Moment, ich habe hier drin, ja genau, hier drin habe ich mal schon jetzt die 3 Plastahlbarren, die wir jetzt schon gemacht haben, die habe ich jetzt mal hier drin und ich habe hier das Kyanit drin, genau, die Höhlenpilze, die Tiefenpilze, die habe ich jetzt auch nochmal gesammelt, falls wir da auch nochmal welche brauchen sollten. Uraninit, genau, wie viel hatten wir davon jetzt eigentlich, da müssen wir mal gucken, wir hatten, oh, nur einen, okay, vielleicht sollte ich da lieber nochmal so 2 sammeln, weil in der Regel braucht man immer 3. Also das Ziel ist ja jetzt als nächstes entsprechend das Raumschiff zu bauen, damit wir hier abhauen können. Mal hören, was hier jetzt noch angesagt wird. Playing partially translated broadcast. Ah, oh Gott. 9 new biological subjects designated. Mode. Hunting. Analyzing. Sharing subject. With other agents. Tja, jetzt kommen sie auf den Trichter, dass sie mich jagen wollen. Ja, jetzt kommt diese Übertragung. Da sieht man, wie viele E-Mails ich nicht angehört habe in der ganzen Zeit. Ja, das ist ja eh schon durch. Wir sind ja eh schon geheilt, genau. Und wenn ihr das hier natürlich feiert, dass wir uns Subnautica reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet. Denn wir sind ja eigentlich im Grunde schon fast wieder am Ende angekommen. Ich nehme da noch ein bisschen Quarz mit. Großer Gott, ja. Oh, der hat es auf mich abgesehen. Unglaublich. Genau. Wir sind ja eigentlich schon fast wieder durch, ne? Wenn man es genau betrachtet mit dem Projekt. Viel ist ja nicht mehr eigentlich. Nehmen wir mal hier noch 2 Knubbel Uraninit mit. Und hier die Dinger nochmal. Aber wobei, da haben wir eigentlich jetzt auch ein paar. Da habe ich auch nochmal welche geholt, tatsächlich. Silber. Silber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das stimmt. Das können wir auch gerne mal noch mitnehmen. Weil ich glaube, wir werden den ein oder anderen Kabelsatz bzw. vereiterten Kabelsatz machen müssen. Guck mal. Und da ist Silber und Blei natürlich. Ist auch Nickel. Haben wir jetzt, glaube ich, erstmal genug, würde ich sagen. So, hier haben wir 4-mal jetzt Uraninit und nehmen wir das Nickel noch mit von mir aus. Okay. Haben wir. Sieht gut aus, meine lieben Freunde. So. Jetzt müssen wir halt warten, bis wir den Code fürs Captain's Quartier bekommen. Und das könnte sich ein bisschen hinziehen, tatsächlich. Von daher, ja, wir müssen jetzt halt die Nachrichten noch abhören. Und irgendwann kriegt man dann diesen Code, den Zugangscode. Und dort kriegen wir dann das Rezept für die Rakete. Und dann können wir uns auch verdünnisieren und dann ist es im Grunde auch schon wieder durchgespielt, wie gesagt. Vielleicht sollte ich hier noch die Tischkorallen mitnehmen, das wäre vielleicht noch eine Idee. Wer weiß, wenn wir jetzt nicht noch irgendwo hinfahren. Was ich auch mal eigentlich ausprobieren müsste, ist, ob man hier unten vielleicht irgendwo eine Luftblase findet, wo man vielleicht dann die Rakete noch aufbauen kann, diese Plattform. Das wäre irgendwie lustig, wenn man die in einer Höhle aufbaut quasi. Ich weiß nicht, ob das gehen würde. Keine Ahnung. Das wäre mal ein spannendes Experiment. So, guck mal. Da haben wir Tischkorallen. Wir haben Uraninit. Genau. Das passt alles nicht mehr in den Schrank. Unglaublich. Ja, meine Schränke sind schon wieder voll. Naja, warte mal. Hier haben wir die
Dinger hier. Guck mal, so, da, jetzt ist der Schrank voll. Geh mal hier runter. Was haben wir denn hier unten noch im Schrank drin? Ganz viel Blei und Gummi. Hier haben wir noch Nickel drin. Okay, dann packen wir das Nickel mal mit hier rein und das Uraninit packen wir mal auch hier rein. Ach, weißt du was? Wir packen einfach alles, was ich in der Hose habe, packen wir jetzt einfach mal hier rein, nicht wahr? Ja. So, wie, haben wir jetzt nochmal eine Nachricht gekriegt oder so? Haben wir noch einmal eine Nachricht? Nee, leider nicht. Okay, also, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben ganz viel Kupfer. Glas haben wir. Guck mal, da emailliertes Glas. Genau, stimmt. Das wäre vielleicht auch noch eine Sache. Ich meine, wir können ja schon mal aus dem Kupfer schon mal Draht herstellen. Dann hätten wir noch mal ein bisschen mehr Platz. Und noch mal ein bisschen Glas verarbeiten. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Wunderbar. Dann können wir das nämlich in der Form verstauen hier. Und dann nimmt das nicht so viel Platz weg. Dann kann ich sogar die Tischkorallen da noch reinschieben. Der Wahnsinn. Ja, und wir können ja auch gleich mal noch Aerogel herstellen. Ich glaube, wir brauchen mindestens zweimal Aerogel. Von daher können wir das auch gleich mal herstellen. Aerogel. Guck mal, dann haben wir das nämlich auch schon abgehakt. Und dann können wir ja eigentlich mal das so machen, dass wir die Bestandteile für das Raumschiff, was wir wahrscheinlich dann brauchen werden zumindest, das können wir ja hier in diesen Schrank mal reinpacken eigentlich. Also quasi den Blasstahl. Und ja, die, ja, ich weiß nicht, ob man die Würfel gebraucht hat, ehrlich gesagt. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, welche es mal genau gebraucht hat und so. Keine Ahnung. Ne, warte mal, das wollte ich drüben reinstecken, genau. Ne, ich weiß es echt nicht mehr, ey, ohne Witz. Keine Ahnung, die Tafel können wir da auch reinpacken eigentlich. Wie sieht's denn aus mit Stromo? Immer noch 1200, das sieht doch sehr gut aus. Und die Aufladung der Batterien sieht auch gut aus. Ja, also was könnte man jetzt noch machen? Wie gesagt, es gibt noch diesen einen Eingang da, wo man die orangene Tafel braucht. Ja, und ansonsten Materialfarmen halt. Wie gesagt, ich weiß halt nicht mehr genau, was wir genau gebraucht haben. Wenn ich das nur wüsste, ey. Wenn ich nur noch wüsste, was man genau gebraucht hat. Also auf jeden Fall Mikrochips, würde ich sagen. Warte mal. Auf jeden Fall Mikrochips. Das heißt, wir können doch locker flockig einfach mal das hier nehmen. Das Gold nehmen. Warte, was braucht man nochmal für Mikrochip? Oh ja, genau, die Tischkorallen, genau. Lass mal das machen. Lass mal zwei Mikrochips gleich mal herstellen einfach. Wir müssen ja nicht die Rohmaterialien lagern. Wie gesagt, wir können ja einfach die Komponenten einfach einlagern. Das ist ja schon, eine gute Idee eigentlich. Guck, dann können wir hier nochmal Draht herstellen. Und hier brauchen wir jetzt nochmal Gold, genau. Dann sind wir auch ein bisschen platzmäßig noch ein bisschen besser unterwegs. Ich glaube, wir brauchen sogar mindestens drei Computerchips oder so. Da wäre es vielleicht sogar schlau, noch mal ein paar Tischkorallen mitzunehmen eigentlich. Huch. Also, ja, würde ich halt schätzen. Weil, guck mal, wir müssen ja drei Komponenten herstellen für das Raumschiff. Die Plattform, die braucht, glaube ich, eine Menge Blei, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, was? Ah. Die Plattform, der Antrieb. Und, ja, das Frachtabteil und die Spitze, glaube ich, auch nochmal separat. Es sind sogar vier Komponenten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also die Plattform braucht man ja überhaupt irgendwas zu craften für das Raumschiff. Und dann die drei Komponenten, aus denen das Raumschiff so besteht. Das ist schon eine Menge. Das ist schon nicht so ohne. Ah, warte mal, ich wollte doch Tischkorallen sammeln. Egal, ach, ich suche hier nochmal ein bisschen nach anderem Zeug noch. Was soll der Geiz? Guck mal, hier gibt es doch bestimmt auch noch die Knubbel, wo noch ein bisschen Gold drin ist und so. Ja, und das sind halt Spezialanfertigungen, diese Teile. Und da müsste man natürlich dann entsprechend das Rohmaterial auftreiben. Gold, genau. Gold ist jetzt schon auch, glaube ich, recht wichtig. Magnetit, ja, da weiß ich nicht genau, wie wichtig das ist. Das kann für den Antriebsteil und auch genauso das Uraninit, das kann für den Antriebsteil wichtig sein, tatsächlich.
Aber ich glaube, wenn, dann brauchte man da nicht so viel davon. Ich glaube, wenn, dann brauchte man da nur so 4 Teile oder so. Was eigentlich ziemlich interessant ist, dass man da so wenig braucht. Für ein Raumschiff, das irgendwie nicht nur in den Orbit kann, fliegen kann, sondern auch noch, ja, direkt bis zur Erde, ja. Ich meine, das ist eh eine interessante also Raumschiff-Kombination. Also ganz schön leistungsfähig für so eine kleine Rakete halt, ne? Ich meine, Musk sein Starship schafft es ja gerade mal in den Orbit. Also, wenn es denn das mal schafft, ne? Schafft es in den Orbit und dann schafft es halt einen Orbit um die Erde rum und wieder zurück, sozusagen. Und das ist es dann schon gewesen. Wenn es nicht aufgetankt wird. Naja, wenn es aufgetankt wird, dann schafft es natürlich noch eine Idee mehr. Dann schafft es durchaus auch einen Flug zum Mond und zum Mars. Aber dazu muss es halt betankt werden, wie gesagt. Muss man halt sehen, ne? Also ich weiß nicht, diese Technologie hier ist natürlich auch ein bisschen weiter fortgeschritten als das, was wir momentan benutzen, ne? Das muss man natürlich sagen. Das wirkt ja nicht wie chemische Antriebe, die hier haben. Die scheinen ja hier irgendwas anderes zu nutzen bei Subnautica. So, ich glaube, das ist doch ganz gut. Lass mal hier die 2 Tischkorallen noch drin. 2 Mikrochips haben wir. 2-mal Aerogel. Kyanid haben wir reichlich. Magnetit haben wir auch reichlich. Wir haben reichlich Kupfer. Wir haben noch mal ein bisschen Silber, nochmal Magnetit 3-mal. Ich glaube, 3-mal sollten wir mindestens Magnetit haben. Und unten war ja auch noch was im Schrank, glaube ich. Naja, wie gesagt, wenn mir jetzt noch was fehlt, dann ist es wahrscheinlich sowas wie emailliertes Glas, würde ich mal schätzen. Aber das müssen wir ja sowieso an der Oberfläche machen, weil da sind ja die Pirscher. Ich habe jetzt hier nur einen Pirscherzahn noch. Ich weiß nicht was, ich glaube, wir können das gleich mal machen. Ich glaube, das ist eh wieder das, woran es dann hängen wird. Diese Pirscherzähne. Und das emaillierte Glas. 100 Pro, ich sag's euch. Das ist bestimmt das, an was es wieder hängt dann. Eine Nachricht. Oh, Tetris, guck mal. Das ist auch geil. So klingt das also, wenn man Tetris vorliest, quasi. Hervorragend. Wenn eine KI Tetris vorliest. Das ist auch eigentlich krass, wenn man sich das mal so überlegt, was eigentlich alles so in diesen 10 Jahren, wo ich jetzt YouTube mache, was man da schon alles so an technischen Dingen. Ich glaube, ich fahre jetzt mal raus aus dem Spaß hier. Wir fahren jetzt mal nach oben. Ich glaube, die wichtigsten seltenen Ressourcen haben wir jetzt. Ne, warte mal, Powering Down nicht. Powering Up, ich wollte gerade sagen. Die wichtigsten Ressourcen seltenerseits haben wir jetzt, glaube ich. Und ja, wenn noch was fehlt, mein Gott, dann müssen wir halt hier hinfahren, irgendwie, keine Ahnung. Dann ist es halt so. Ja. Nee, was wollte ich sagen? Diese ganzen technischen Innovationen, jetzt aktuell diese KI, Euphorie könnte man sagen, ja, also was KI alles kann, dass man jetzt sogar Videos von der KI erstellen lassen kann und auch Bilder, Texte, dass man bessere Suchanfragen, Ergebnisse bekommt, wenn man eine KI benutzt und so. Hey, und auch die Sache mit den selbstlandenden Raketen. Also als ich mit YouTube noch angefangen habe, damals, da war ja diese ganze Sache mit SpaceX auch noch gar nicht so riesig. Das fing ja da gerade erst mal so an, irgendwie alles. Das war ja da gerade erst mal, also was heißt, das fing an im Sinne von, man hat diese Anfänge noch gar nicht so wahrgenommen. Das wurde gar nicht so omnipräsent präsentiert und das war gar nicht so in aller Munde. Das war so ganz, ganz nischig irgendwie. Mit SpaceX. Ich glaube, ich hatte damals sogar bei einem Bekannten das erste Mal gesehen, wo der sich so einen Livestream tatsächlich mal angeguckt hatte. Da war gerade so ein Start und da haben die das gerade übertragen und da habe ich das zufällig gesehen, dass sowas halt geht. Dass so Raketen selber landen können und so. Und dann habe ich da auch gedacht, ey, krass, das ist ja schon echt heftig. Das hätte ich ja nie erwartet, ja, dass ich sowas mal sehe. Und das ist echt heftig. Und seitdem folge ich der Sache halt auch intensiver einfach. Es ist schon krass. SpaceX, selbstlandende Raketen, KI. Und das alles in 10 Jahren, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ja, wo wir ja gerade bei technischen Innovationen und so sind. Das ist schon, puh. Da fragt man sich, was so die nächsten 10 Jahre so dann
bringen. Da bin ich dann wahrscheinlich selber eine KI. Dann hört ihr hier so einer KI zu. Das habe ich jetzt neulich auch gelesen. Hat irgendwie so eine, weiß gar nicht wer, Influencerin, Streamerin, was weiß ich, die hat eine KI mit ihren Sprachsamplen quasi, mit ihren Videos programmieren lassen sozusagen. Also ne, die KI hat halt sich ihre ganzen Inhalte angeguckt und hat dann halt ein Abbild erstellt. Und dieses Abbild können die Fans dann mieten irgendwie, pro Minute oder so müssen die sogar bezahlen dafür, wenn die KI nutzen wollen. Und können der dann halt alle möglichen Fragen stellen und so und können mit der reden und natürlich auch nicht immer nur so jugendfreie Sachen natürlich, ne. Also ja, ist schon irgendwie interessant, ja, dass dann so eine KI basierend auf so einem Kanal die Person nachbildet und die Reaktionen. Da würde mich wirklich mal interessieren, wie so eine Spielwerk-KI aussehen würde, ey, ohne Witz. Ob die dann auch so schlechte, zweideutige Witze macht wie ich. Und ob die dann auch sich ständig verspricht. Weil das ist ja eigentlich der Clou bei mir, dass ich manchmal mich auch einfach verspreche, dass ich manchmal auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so wie jetzt früh morgens aufnehme, auch ein bisschen durch bin, Sachen durcheinander bringe. Kann so eine KI sowas imitieren? So diesen Verwirrtheitsfaktor? So eine perfekt aussehende junge Frau mit süßer Stimme zu imitieren, ist, glaube ich, relativ einfach tatsächlich. Jetzt mal, jetzt ohne das jetzt despektierlich wirken zu lassen oder so, ja. Aber das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Vor allem, wenn man weiß, dass die meisten Fans diese KI wahrscheinlich eh nur benutzen, um diverse Fantasien auszuleben. Ich weiß nicht, bei mir wäre das irgendwie spannender fast schon. Weil ich meine, ich habe ja auch jetzt nicht gerade wenig Inhalt von mir in den Äther gepackt. In den Internet-Äther. Ich meine, ich habe ja auch über 9000 Videos, ich habe bei 10.000 Videos auf dem Kanal. Also wenn man damit eine KI trainiert, sich so zu verhalten wie ich meine, das ist, glaube ich, recht einfach. Also das Material sollte da sein. Dann wäre es halt wirklich mal spannend, wie würde die reagieren? Also, das ist echt spannend. Würden die, wenn ich mich vor allem mit der KI unterhalten würde, das wäre auch spannend. Wenn ich mich dann mit meinem eigenen digitalen Selbst unterhalten würde. Übrigens, falls ihr das nicht gesehen haben solltet, das Thema wurde sogar aufgegriffen in einem Spiel, was storytechnisch ziemlich gut war, was ich auch gespielt habe auf meinem Kanal vollständig, und zwar Soma. Wenn ihr Soma nicht gesehen habt, kann ja sein, ja, 10 Jahre, da kann man ja mal ein Let's Play nicht gesehen haben, ja, und so. Schaut euch das mal unbedingt an, weil das ist nämlich ein ziemlich geiles Thema so an sich. Da geht es nämlich auch um digitale Abbilder und ob ein digitales Abbild quasi als mögliche Form der Weiterexistenz bzw. Unsterblichkeit für den Menschen, ob das genügt oder nicht. Also ob man quasi schon unsterblich ist, wenn es solche digitalen Replikas von einem gibt, die einfach, ja, auf Festplatte existieren. Also schaut euch das einfach mal an. Ich will nicht zu viel verraten, weil das Problem ist, je mehr ich jetzt dazu sage, desto eher wird halt der Twist am Ende offensichtlich. Beziehungsweise der generelle Twist. Einfach mal reinschauen und schaut es euch einfach mal an. Schaut es euch einfach mal an. Ja, jetzt kann ich dazu auch nicht mehr sagen, ey, außer schaut es euch halt an. Aber so ist es halt. Ich wollte gerade mal gucken, ob hier in diesem Wrack vielleicht noch was ist. Das wirkt hier so abseits gelegen. Kann man hier irgendwie rein? Mach mal hier das Licht an. Ah, guck mal, da können wir aufschneiden. Machen wir das doch mal. Nee, Soma war schon ein geiles Spiel. Das fällt mir jetzt gerade wieder so ein. Also die Story war halt sehr gut. Das Spiel an sich, es ist halt so ein Sci-Fi-Horror, ja. Aber der Horror war jetzt, naja, der war so semi-gut. Ist übrigens von den Amnesia-Machern gewesen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also kann man auf jeden Fall mal definitiv reinschauen. Was ist denn hier drin? Oh. Ah ja, stimmt. Es gab ja einen Schildgenerator für den Zyklopen. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Krebsfragment. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Das haben wir ja im Grunde genommen schon. Ist hier noch irgendwie was? Mann, das ist ja kopfüber hier alles. Nee, ach, keine Ahnung. Ja, dann haben wir den Panzer. Oh, hier ist ein PDA. Altera-Almosen.
Warte mal, wie komme ich denn hier wieder raus? Da. Altera-Almosen, nicht schlecht. Haben wir wieder einen Text. Wie gesagt, ich lese die Texte jetzt nicht unbedingt, also. Außer halt, wenn jetzt ein Code gebraucht wird, dann natürlich. Ja, wie gesagt, so mal unbedingt mal angucken. Ist auch übrigens ein Spiel, das unter Wasser stattfindet. Ist jetzt kein Subnautica, ja, also nicht vergleichbar vom Gameplay, aber es findet unter Wasser statt. Ich fand diese ganze Atmosphäre bei Soma und dieses ganze Thema fand ich schon spannend, ja. Also ich meine, weil es auch kontrovers ist, also weil es etwas ist, wo man unterschiedliche Positionen haben kann und die sind alle aber auch valide, weil man die letztendliche Antwort darauf nicht geben kann, tatsächlich, auf die Frage, ob ein KI-Abbild wirklich eine Weiterexistenz der eigenen Existenz repräsentiert oder nicht. Man existiert für die anderen halt weiter, ne? Das ist halt so der Punkt. Man existiert für die Leute, die mit einem umgehen, existiert man als KI ja durchaus weiter. Insbesondere, wenn die Leute keinen Unterschied bemerken, die mit dieser KI interagieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr wäre und ich hätte eine KI, die mich imitiert und die mich sogar sehr gut imitiert, ja, dann wäre das wie so ein Ersatz halt, ne, eigentlich. Aber wäre das dann noch ich? Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich wäre es wahrscheinlich nicht. Also das Original ist es nicht, es ist eine Kopie des Originals. Oder eigentlich ein Imitat, eine Kopie, die versucht, so originalgetreu wie möglich zu sein in ihrer Art und Weise, wie sie sich ausdrückt. Sozusagen. Aber das wäre ja nicht ich. Das ist eigentlich schon ein bisschen gruselig, wenn man sich das mal so vorstellt, ne? Weil ich meine, stellt euch mal vor, wenn man nicht nur die Persönlichkeit imitieren kann, sondern diese Persönlichkeit vielleicht dann auch in einen entsprechenden Körper transferieren kann, der mir auch noch ähnlich sieht. Dann könnte man sagen, hey, guck mal, das ist der eigentliche Spielbär, ja, dann, ja, oh Gott. Dann ist das aber gar nicht am Ende. Dann ist das gar nicht. Und dann übernimmt er hier einfach so meine Let's Plays dann am Ende, ja. Und dann muss ich beweisen, dass ich bin. Ist schon spannend, ja. Das ist schon verdammt faszinierend. Die Zukunft, meine lieben Freunde. Alter, dieses Geröhre von den Riffrücken, das ist auch immer krass. Sag mal, wird das gerade Nacht? Perfektes Timing. Ich wollte gerade Pirscherzähne suchen, weißt du? Haben wir eigentlich nochmal eine Nachricht jetzt gekriegt? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Oh ja, haben wir. Ah, ich glaube, ich krieg den Code jetzt. Yes. Alright, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular. Yeah, she'll know what I mean. The code should be. She doesn't. The regular, dude. Oh man. She's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The yes. Just the ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Wir dabei, während er uns diesen super wichtigen Code mit den Blueprints für die Blueprints übermittelt und dabei einfach mal schwadroniert, was er gerade für ein Sandwich essen will noch. Oder beziehungsweise sein Kumpel nervt ihn die ganze Zeit, was er essen will. Ja, was denn nu mit, was ist denn das Übliche, ja? Und so, herrlich. Ja, stimmt, jetzt kann ich mich an diesen Austausch kann ich mich jetzt wieder erinnern, stimmt. Na gut, dann steigen wir jetzt einfach mal in die Seemotte um. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen flexibler jetzt unterwegs. Und dann fahren wir mal zur Aurora und geben mal den Code ein. 2679 war es jetzt, ne? Ich glaube 2679. Bis ich in der Aurora bin, habe ich das wieder vergessen, keine Sorge. Muss ich da jetzt nochmal die Schubkanone mitnehmen? Ja, die habe ich ja eh dabei, okay. Das ist eigentlich die Seemotte. Wie sieht es da eigentlich aus mit der Energie? 60%. Ja, ich habe ja eine Ersatzzelle dabei. Dann mal los. Na toll. Und natürlich direkt wieder in irgendeinen Fisch reingefahren, der wieder mir hier die Holdbarkeit abzieht. Tolle Wurst. Na egal. Dann fahren wir da mal jetzt hin, nicht mal.
Na, dann haben wir das in der Episode dann auch abgehakt. Irgendwer meinte, ich wäre noch gar nicht so nah dran am Finale. Doch, ich bin eigentlich schon so gut wie weg. bin ich schon so gut wie fort. Weil, ich meine, jetzt noch die Pläne holen. Das meiste von dem Zeug, was wir brauchen, haben wir wahrscheinlich schon gefarmt. Dann wird der Bau relativ schnell gehen. Da muss ich ja nur noch aufs Knöpfchen drücken. Wahrscheinlich in der nächsten Episode. Ich meine, wir können natürlich noch es so lange hinauszögern, bis die Sunbeam noch da war. Weil da gab es so ein bisschen so eine Diskussion, was da jetzt eigentlich genau passiert, wenn man sich vorher geheilt hat. Einer meinte, ja, die wird trotzdem abgeschossen. Anderer meinte, ja, da ist dann ein Countdown, der ins Leere läuft, wo einfach dann nichts passiert. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten das sogar schon mal gemacht, dass wir die Sunbeam gerettet haben. Das hatten wir, glaube ich, schon mal geschafft. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine auch, dass da einfach nichts passiert war. Oder was auch, glaube ich... Ich weiß es nicht mehr, Alter. Ohne Witz. Ich glaube, es kann auch so gewesen sein, dass einfach die Explosion irgendwie zu sehen war. Aber sonst nichts... Also das Raumschiff selber nicht irgendwie so ähnlich. Ach, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, ey. Das ist auch Jahre her schon wieder. Das ist Jahre her, meine lieben Freunde. Jahre. Vielleicht mal reparieren vielleicht noch. Wer weiß, wenn jetzt hier so Leviathane kuscheln kommen, könnte es unter Umständen von Vorteil sein, dass wir jetzt vielleicht nicht gleich direkt Schaden haben. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen nach oben, glaube ich. Oder? Nee, warte mal. Wir müssen nicht nach oben. Wir können auch hier unten durch. Muss aber überlegen halt, wo man nochmal hin musste. Hier unten durch. Unten durch, genau. Und dann einfach mal hier lang. Ja, das war schon cool hier drin. Aua, um Gottes Willen, seit wann? Seit wann? Hey, warte mal, Moment mal, jetzt habe ich mich gerade desorientiert. Ah, nee, wir müssen hier lang, glaube ich. Oder? Nee, hey, Moment. Hä, bin ich jetzt blöd? Warte mal ganz kurz. Ah, hier lang, ja. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen... Hä, nee. Das hat mich jetzt gerade irgendwie alles ein bisschen unvorbereitet erwischt hier mit dem Gespratzel. Weiß ich auch nicht. Boah. Ein Stress in solchen abbrennenden Wracks. So, hier sind wir. Wohnräume. Wir müssen zu den Wohnräumen. Ich glaube, ich kann hier einfach drüber springen, oder? Ging das nicht? Sehr nice. Sag ich doch. Hab jetzt keinen Feuerlöscher dabei. Ich glaube, im Captain's Quartier ist eh kein Feuer an, glaube ich. So, hier ist das Captain's Quartier. So, was habe ich gesagt? 26? 79. Ha, dass ich richtig erinnert, Mensch. Computer, Maschine, Altera-Zentrale, jawohl. Letzte Aufzeichnung, was ist da drin? Warte. Wasser, ja, das nehmen wir doch. Wasser, sehr gut. Ja, haben wir. Hier haben wir nochmal Aurora-Poster, genau. Und was ist hier sonst noch? Ja, ich muss mal sagen, das Captains-Quartier wirkt jetzt nicht gerade... Naja, ich meine, gut, es ist immer noch ein Raumschiffquartier, aber so wahnsinnig speziell wirkt das jetzt eigentlich irgendwie nicht, wenn man es mal so betrachtet, ne? Wobei die Crewquartiere sind halt vier Leute, die sich eine Kabine teilen. Das geht aber eigentlich noch, oder? Vier Leute, die sich eine Kabine teilen? Das ist eigentlich noch okay so vom Platz. So, wir gehen mal jetzt nicht wieder denselben Weg zurück, sondern wir gehen jetzt einfach mal oben raus. Aua. Aber was hält... Der hält ohne ja nichts aus hier, der Knabe, oder? Da fällst du mal einen Meter tief, bricht er sich gleich die Knochen. Und da wird gespratzelt. Da war das Seemottendock. Da war er blind gewesen, der Bär, mit dem Seemottendock diesmal, ne? Naja. Aua, was ist denn das, ey? Was war denn da jetzt passiert? Ich wurde schon wieder gegrillt. Ich muss, glaube ich, raus. Irgendwie, das Schiff hat was gegen mich diesmal. So oft bin ich hier noch nie gegrillt worden. Das gibt's doch gar nicht. Schnell weg. So, jetzt müssten wir mal eigentlich die Dinger haben. Genau, ich kann ja mal schon gucken, was brauchen wir denn jetzt da eigentlich?
Für das Raumschiff. Guck mal, Neptun-Plattform. Siehst du, sage ich doch. Titanba. Titanba? Okay. Na gut. Aber guck mal, Computerchip und Firma Blei. Also, das geht schon mal. Ich dachte eigentlich, wir brauchen Plastahl. Okay, egal. Dann brauchen wir halt Titan. Ist ja wurscht. Titan ist ja einfach. So, ich spring mal von hier oben jetzt einfach mal ins Wasser, wa? Da unten müsste ja irgendwo meine Seemotte sein, eigentlich. Ja, guck mal, da siehst du. Ah, schön den Bauchklatscher. Herrlich, ey, aus der Höhe. Das müsste eigentlich auch mal besser umgesetzt, also realistischer dargestellt werden, wenn du so einen Bauchklatscher machst. Auf der Wasseroberfläche. Da müsste eigentlich stöhnen und immer so ein bisschen Leben verlieren, jedes Mal. Vor allem aus der Höhe, Alter. Ich meine, ja, aus der Höhe kann es sogar sein, dass er da wahrscheinlich sogar schon nicht mehr so unverletzt durchkommt, wenn er einen Bauchklatscher aus der Höhe macht. Wasser ist ja wie Beton ab einem bestimmten Punkt. Insofern, ja. Und dann noch ein Bauchklatscher mit den weichen Organen voraus, also nicht mit den Füßen oder mit dem, ja gut, mit dem Kopf ist dann auch problematisch ab einer bestimmten Höhe, glaube ich. Also, ja. Findest du mal krass, wie er das einfach wegsteckt. Also, weißt du, bei so einem Sprung von so einer Balustrade da, gerade eben im Schiff, da hat er sich verletzt und macht da gleich, aber irgendwie 100 Meter Jump ins Wasser mit dem Bauchklatscher am Ende ist kein Problem. Kein Problem, alles cool, ja. Vielleicht ist ja der Anzug, ist ja ein Panzeranzug, vielleicht liegt es daran auch. Vielleicht federt er ja so die Schläge ein bisschen ab, keine Ahnung. Das erklärt aber dann auch wieder nicht, warum er dann aus einem Meter Höhe springen Schaden kriegt gleich. Naja, alles ein bisschen komisch. Egal. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, wir nähern uns wieder dem Ende. Wir gehen dem Ende entgegen und ich muss auf jeden Fall noch Titan sammeln. Denn wir brauchen ja jetzt nun doch die normalen Titanbarren und nicht die Plastahlbarren. Das habe ich nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Egal. Ah, wir haben eine Meldung. Warte mal, die Meldung machen wir mal gleich noch. Sonst müssen wir so lange warten, bis die nächste kommt, wenn ich die jetzt nicht auslöse. Meldung, Meldung, Meldung. Stimmt, die Sunbeam. Aurora, this is Sunbeam. Ja. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you, I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. Ja, das glaube ich nicht. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. Tja, da müssen sie sich zum Glück keine Sorgen machen, wie auch immer es passieren wird, aber es wird nicht passieren, dass uns die Sunbeam retten wird. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn ich es jetzt schaffe, das Raumschiff zu bauen, bevor die Sunbeam ankommt und wir einfach die Sunbeam einfach hier landen lassen, dann wundern die sich, wo sind die denn alle schon wieder weg hier? Schrottteile. Ja, ich war halt hier schon auch fleißig, ne? Hab schon ein bisschen was gesammelt. Hier ist was. 2, 3. Wie viel Platz habe ich noch? Okay, 1 kann ich noch. Das sollten wir dann auch noch versuchen zu bekommen. Hier. Sehr gut. 4 Stück. Damit müsste ich schon einen Barren machen können eigentlich. Sollte gehen. Sollte machbar sein. Vielleicht sogar schon 2. Ich brauche ja immer 10. Ja, obwohl. Ah, mal gucken. Wir werden es sehen, meine lieben Freunde. Wir werden es sehen. Ja, und dann können wir ja schon mal rüberfahren eigentlich zur Insel, wo die Sunbeam dann landet. Dann müssen wir nicht dann auf dem letzten Drücker da hinfahren irgendwie. Huch. Weil vielleicht sehen wir das ja dann noch. Wäre doch ein gutes Timing eigentlich. So, schön hier umwandeln alles, genau. Mach mal schon so einen Barren da draus. Wunderbar.
Oh, zwei Einheiten fehlen noch. Komm, die sammle ich jetzt noch schnell. Das kriege ich noch hin. Warte mal, vielleicht wenn wir hier irgendwie was scannen oder so. Da kriegt man ja immer zwei Einheiten dann raus. Da, okay, da ist noch Zeug. Das können wir natürlich auch einfach nehmen. Wunderbar. Dann nehme ich mir noch einen Computerchip aus dem Schrank. Und dann können wir das bauen. Dann können wir das wuppen. So, hier, genau. Barren. Und nochmal Titan. Und dann schnappmolieren wir uns einen Chip, den wir ja schon vorbereitet haben. In weiser Voraussicht. Und dann, ja, fahren wir mal rüber, wa? Weil dann warten wir da nämlich dann einfach auf die Sunbeam. Und ich meine, Material kriegen wir ja da in dem Dreh dann auch. Ich glaube, da kriegen wir sogar ein bisschen was Selteneres noch. Weil da ist ja noch in den Höhlen, na, da sind ja noch Diamanten, glaube ich, auch. Und, ich glaube sogar Rubine und Lithium ist auch nochmal da. Also falls wir da irgendwas brauchen sollten. Rosa Knüppel sind da auch noch für Aerogel, glaube ich, und so. Also da, ja, da finden wir noch was. Und wir haben ja auch noch viel dabei, wie gesagt. Und Titan findet man ja eh überall. Mehr oder weniger. Denn wir wollen ja die Sunbeam nochmal sehen. Was da passiert. Was da genau passiert, wenn man die... Wenn man die rettet. Wie gesagt, die Kanone ist jetzt aus. Also die Sunbeam darf eigentlich nicht abgeschossen werden jetzt. Nicht können. Abgeschossen werden können. Mein Gott, das Sprachzentrum. Das will heute einfach nicht. Bin ich schon dran? Guck mal, es ist auch interessant, wie die Wolke wabert da vorne. Seht ihr das? Das sieht jetzt mehr aus wie so ein Tarnfeld von so einem klingonischen Raumschiff oder so. Ja, guck mal, seht ihr das? Und dann taucht die Insel plötzlich dann so auf aus so Tarnfeldlücken irgendwie. Das sieht irgendwie immer geil aus. So stelle ich mir so eine Tarnvorrichtung vor von so einem Klingonenschiff. Ohne Witz. Siehst erst diese Schlieren. Und dann siehst du so ein paar Details, die dann plötzlich auftauchen aus diesem Gewabe von den Schlieren. Stellen wir uns mal hier hin und machen hier auch mal gleich die Plattform. Brauche ich da eigentlich das Bautool dazu? Ich meine, es war das Bautool. Müssen wir gleich mal gucken. Bautool oder nicht Bautool? Oder war es das Vehicle-Ding? Nein, das war die Vehicle... Ah, die habe ich jetzt vergessen. Mist, das war das Vehicle-Assembly-Ding. Warte mal, können wir das nicht sogar herstellen einfach? Was haben wir da nochmal gebraucht dafür? Dann mach ich einfach noch eins. Was soll der Geiz? Guck mal. Ah nein, da brauchen wir Titanbarren. Obwohl, ich meine, egal. Dann ist es halt so. Da haben wir nur keine Schmierstoffe mehr, wenn ich das jetzt mache. Ach, ist egal. Komm, machen wir. Ist egal. Sonst müssen wir ja wieder den ganzen Weg zurückfahren. Jetzt müssen wir wahrscheinlich eh, keine Ahnung. Einmal das machen. Nein, jetzt hat er die volle Energiezelle da noch benutzt dafür. Egal. Ach, das war doch mal wieder so ein kleiner Fehl jetzt noch am Ende hier. Pass auf, jetzt stellt sich raus, es war doch das Bautool. Ich habe noch nicht richtig hingeguckt. Diese Geräusche sind jetzt auch nicht gerade so geil, muss ich sagen. Okay, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Titan aufspüren. Guck mal hier zum Beispiel, indem wir mal die Sachen hier scannen. Sehr schön, wunderbar. So, jetzt frage ich mich, wo ist dieser Leviathan eigentlich, der hier die ganze Zeit... Der müsste eigentlich auf der anderen Seite sein, gegenüber. Der dürfte hier eigentlich nicht rumgurken. Da hinten sehe ich was leuchten. Ach, das sind diese Schweber, diese riesigen. Also da müsste es auf jeden Fall noch ein bisschen Material auch geben. Wie gesagt, wenn man hier scannt und so, müsste man eigentlich Zeug bekommen. Jetzt habe ich auch die Pirscherzähne vergessen, verdammt. Ja, ich brauche noch das und jenes und ich muss das noch sammeln. Das können wir ja an der Oberfläche machen. Ach, ich fahre einfach mal zu der Location. Obwohl wir noch gar nicht alles gefunden haben. Egal. Stasi-Gewehr. Ach ja, stimmt, das gab es ja auch.
Ich erinnere mich, das gab's ja auch, das Stasi-Gewehr. Und an der Stelle endet diese Folge Subnautica. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch gerne hier an der Stelle in die anderen Videos reinschauen, die verlinkt sind. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber dann bekomme ich eine prozentuale Beteiligung am Kaufpreis. Und das ist eine super Unterstützung, wenn ihr Spiele kauft und einfach den Creator Tag einsetzt. Vielen Dank an der Stelle, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.